liebe Kochfreunde, heute machen wir etwas ganz Neues. Und zwar meine spezielle Variante des amerikanischen Frühstücksklassikers Eggs Benedict. Wir machen Eggs à la Christian. Normalerweise bei den Benedict wird Toastbrot oder ein Toastie mit Schinken, pochiertem Ei und Sauce Hollandaise angerichtet. Ich pochiere das Ei nicht, sondern ich brate es in Pesto. Schmeckt mir eigentlich besser. Und zusätzlich kommt unter den Schinken noch ein leckerer Avocado-Aufstrich. Wie das gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Die Zutatenliste wie immer am Ende des Videos. Wir sehen uns. Bis dann. Christian brauchen wir folgende Zutaten: Toastbrot, eine Avocado, dann etwas Zitronen- oder Limettensaft, Salz und Pfeffer zum Abschmecken für die Avocado-Butter, Bacon, Pesto Rosso, zwei Eier, Sauce Hollandaise und ein paar Kräuter zum Dekorieren, Schnittlauch, Petersilie, was man gerade so da hat. Jetzt bereiten wir sie zu, die Eggs à la Christian. Als erstes bereiten wir die Avocado-Creme zu. Da reicht eine halbe. Nehmen wir die halbe Avocado und lösen das Fruchtfleisch hier aus der Schale. Jetzt schmecken wir mit Limettensaft, Salz und Pfeffer ab. Pfeffer, Salz und etwas Limettensaft, damit sie nicht so schnell braun wird. Und das Ganze gut vermischen, aber es geht am besten mit einer Gabel. Noch gar nicht ganz so weich die Avocado, aber wenn wir sie zerdrücken, wird das alles gut. So haben wir eine leckere Avocado-Butter, mit der wir dann das geröstete Brot, Toastbrot oder man kann auch Toasties nehmen. So, jetzt braten wir hier Bacon und Eier an. Pesto. Vier Löffelchen Pesto. Ein bisschen breit machen. Aber egal.
Da kommen jetzt die Eier drauf aufs Pesto. Ich mag das lieber, wenn das Eigelb ein bisschen zerläuft. Darum machen wir das jetzt mal ein bisschen kaputt. Jetzt so lange braten, bis der Speck schön etwas knusprig ist und das Ei einigermaßen gestockt ist. So, jetzt haben wir hier die Pesto-Eier und den Speck schön angebraten. Jetzt geht's ans Belegen der Toasties bzw. des Toastbrotes. So, das Brot haben wir jetzt schön knusprig getoastet und jetzt bestreichen wir es mit der Avocado-Creme, mit der Gewürzen. Teilen wir hier auf zwei Scheiben. Dazu reicht die halbe. So, jetzt verteilen wir den Bacon drauf. Und jetzt kommt das in Pesto gebratene Spiegelei darüber. So, richten wir das hier noch ein bisschen aus, das Ei. Jetzt kommt die Sauce Hollandaise darüber. Und noch etwas Schnittlauch. Ganz leckere Eggs à la Christian. Meine Neuinterpretation der Eggs Benedict. Guten Appetit und viel Spaß mit meinen Videos.